Regelmäßige geheime Treffen, ja regelrechte Feste, bei denen sich die Hexen der Region mit dem Teufel trafen und auf dem Hexentanzplatz feierten. Das ist der Hexensabbat für die Hexentheoretiker. Damit hat der Hexensabbat, wie man ihn heute von den Börsen kennt, wenig gemein. Also grundsätzlich in Fachchinesisch ist es eine von vier Freitagen, an denen Optionen, Aktienoptionen, Indexoptionen und Indexfutures auf einen Tag verfallen. Und das bedeutet für den Markt eigentlich, dass es sehr unberechenbar ist und hohe Preisschwankungen drin sind. Bei diesen sogenannten Termingeschäften handelt es sich um eine Art Wette auf den zukünftigen Verlauf eines Index oder einer Aktie. Besonders um die Uhrzeiten des tatsächlichen Verfalls wird's turbulent. Eurostoxx 50 Optionen und Futures laufen am Mittag aus, DAX Optionen und Futures eine Stunde später um 13 Uhr und die deutschen Aktienoptionen sind um 17.30 Uhr fällig. Ein vereinfachtes Beispiel. Kauft ein Anleger eine Call-Option mit der Basis 50 Euro, bedeutet dies, dass er die Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes für 50 Euro kaufen kann, egal wie teuer die Aktie an der Börse ist. Für dieses Recht zahlt er den Optionspreis. Steigt der Aktienkurs über die 50 Euro plus Optionspreis, macht der Anleger einen Gewinn. Er wird die Aktie für 50 Euro kaufen und teuer an der Börse wieder verkaufen. Hat die Bank als Emittent der Option die Aktie nicht vorrätig, muss sie diese teuer an der Börse einkaufen, um sie billig an den Anleger weiterzugeben. Eine teure Angelegenheit. Die Marktteilnehmer werden also versuchen, die Aktien in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das sorgt manchmal für heftige Umsätze in den Einzelwerten oder gar im ganzen Index. Der Grund hierfür sind sogenannte Block-Trades, also Basket-Trades, in denen eben ein Korb aus allen DAX-Aktien auf einen Schlag verkauft wird. Das führt natürlich dann dazu, dass dass der DAX sich auch hier maßgeblich bewegt. Aber auch wenn Sie sehen, dass eine größere Position, eine Allianz aufgelöst wird oder auch eingegangen wird, die treibt natürlich auch den DAX in die eine oder andere Richtung. Das Lichtmessfest im Februar, die Walpurgisnacht Ende April, der Lammersabend im August und Halloween im Oktober. Das waren die ursprünglichen Termine für den Hexensabbat. Auch heute noch tanzen die Hexen viermal im Jahr an den Börsen, jeweils am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember. Für alte Börsenhasen kein Grund zur Panik. Grundsätzlich ist es so, wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann lässt man sich davon nicht nervös machen. Gehen. Der Privatanleger hat natürlich die Möglichkeit, sofern er selber Positionen in Optionen und Futures hält, die frühzeitig in den nächsten Verfalltermin zu rollen. Dann ist er an einem solchen Tag nicht betroffen. Für den langfristig orientierten Anleger spielen diese Tage eigentlich generell weniger eine Rolle, weil die Schwankungen, die dort auftreten, eigentlich keine langfristige Bedeutung haben. Der Hexensabbat, also keine Hexerei an den Börsen, sondern mathematisches Kalkül. Wer tatsächlich Hexentanzen sehen will, muss schon zur Walpurgisnacht nach Thale auf den Hexentanzplatz in den Harz.